Ah, gut zu wissen. Mir fehlt nicht mehr viel, wie es aussieht. Nee, mir fehlt gar nichts mehr. Ich hab doch da was reingepackt, ja. 5000. So. Ich habe alle Upgrades für jede Waffe. Und wenn ihr das habt, kriegt ihr ein Achievement. Ich weiß nicht, ob es Bronze, Silber oder Gold ist, kein blassen Schimmer. Und kriegt ihr auch ein Achievement für da oben links, wenn ihr voll HP habt und dann einmal, wenn ihr voll Magie habt und einmal voll wegen dieser Ausdauerleiste oder diesen Köcher oder für den Köcher, um die Pfeile abzufeuern. A note written by Young Soul. The fires, the people that scream, I was so scared, why didn't father protect us? The judges say, I have to go now. Ach so, das haben wir schon damals gelesen. Aber wieso ist das Tor hier und, hier. Wieder unten, ja. Ach, kurz abspeichern. Ich erinnere mich eigentlich, dass ich das Tor hochgezogen habe. Wieso hat er seine Waffe wieder auf Blades of Exile gewechselt, als er durchs Portal wollte? Oh, und der ist schon wieder. Kann doch was gegen die Feuerdinge? Ich weiß nicht. Ja, er blockt die, das habe ich gerade gesehen. Mann, Mann, Mann. Ich muss erstmal diese kleinen Lästigen hier loswerden. Dann kümmere ich mich um den. Oder so. Ah, ich wollte ihn nicht töten. Friss die Fäuste, du liegst ja schon am Boden. Vielleicht irre ich mich auch. Und die beste Waffe ist den Niemen-Zestus gegen den hier. Und nicht diese Whip. Diese Whip ist in Kombination gut mit dem Kettenblitz, den er verursacht. Um viel Schaden anzurichten. Weg hier! Lebt er noch? Ja. Ja, komm her, komm her, komm her. Töte ihn, Kratos. Wie viel Energie hat er? Der hat ja bestimmt dreifach so viel Energie als ich. Ja. Erreicht das jetzt? Okay, machen wir es ganz anders. Friss das! Und das! Ach, gib mir deine Waffe, gib mir deine Waffe. Das ist wohl auch ein guter Weg, wenn ihr keine Magie mehr habt. Komm her, gib sie mir nochmal. Ihr könnt es, glaube ich, so oft machen, wie ihr wollt. Und er ist tot. Ich habe mich ziemlich dumm angestellt. Ich glaube, ich hätte die ganze Zeit nur packen müssen. Und irgendwann wären die von allein gestorben. Also ihr seht, der Kratos gibt den Kopfnüsse und nachdem die Knopfnüsse. Ja, gibt's überhaupt sowas? Ich hätte eigentlich jetzt wirklich Lust auf ein paar Nüsse. Erdnüsse, Walnüsse. Ja, ihr habt ja gesehen, wenn ihr diese packt, dann gibt Kratos die ganze Zeit Kopfnüsse. Und irgendwann packt er sich die Waffe und spießt sie auf. Hier ist es jetzt ganz leicht. Die Tür, der Weg ist hier versperrt, also es ist ganz klar, dass wir wieder durchs Portal müssen. Nur mal einmal zur Sicherheit. Ich möchte gucken, habe ich wirklich über Upgrades? Ja, 5, 2, 5, 5, 5, 2, 5, 2, 5, ich bin bestimmt schon zweimal durch, aber egal. 5, 5, mir egal. Ich weiß aber nicht, ob ich wirklich alle von den, wie heißen die Dinger? Spezialitems gefunden habe. Gut, einen haben wir vernichtet. Oh nee, ich weiß, was jetzt kommt. Noch schön die Richter hier, die Judges vernichten.
Ja, jetzt kommt wieder, glaube ich, eine Sequenz, wo ich viel schneiden muss. Ich muss nämlich zurückfliegen. Hier werde ich erstmal wieder 50 Mal sterben wahrscheinlich. Und irgendwie ist der Rückweg ganz anders aufgebaut als der Hinweg. Wow, habe ich nicht gesehen. Wow. Oh, und ich knall dennoch dagegen. Oh, ich knall wieder dagegen. Aber die ziehen ja nicht so viel ab wie diese Holzblöcke da. Wow, was ist hier los? Ja, das ist schon mal okay. Zurzeit schlage ich mich nicht gut. Los, Kratos. 17 Mal auf dem Hinweg wie... Oh, das war's schon. Konnte der Hinweg nicht so simpel sein? Oder wussten die Macher, dass es so dermaßen nervig ist? Girl on girl action. Remember your purpose, Spartan. Remember why you have come so far. Na, will ich jetzt ein Girl on Ghost Action? Keine Ahnung, ja. You know what you must do. I will raise the labyrinth. I will take her where she belongs. Puh, eigentlich ist es nicht mehr nötig, hier noch nach Thron zu suchen. Vielleicht manche tauchen wirklich auch später, im späteren Verlauf hier irgendwo auf. Aber ich glaube, das reicht erstmal. Dann würde ich sagen, hoch geht's. Wir müssen jetzt hochklettern. Jump, jump. Noch einmal. Und wie beim letzten Mal sind die Macher so nett gewesen und haben das verkürzt, den Weg. Ach, war das nicht der Phönix, auf dem wir zu den Sisters of Fate geritten sind? Ja, ich glaube schon. Boah, ich habe wieder alles voll. Energie und Magie. Aber, auch wenn es heißt, dass ich alle Upgrades habe, Nee. Ich habe ja alle Upgrades, aber es heißt nicht, dass ich die restlichen einfach nicht mehr zeige, wo sie sich befinden. Die ich kenne. Hier war ja dieser Feenstaub, aber hier war noch was anderes. Und die Truhen sind wieder da. Die holen wir uns und dahinter sieht man, was da liegt. Deshalb ist es manchmal schade, wenn man eine Truhe übersieht und dann respawnen die wirklich wieder. Boah, wir haben noch zwei fette Truhen, oder? Nee, das waren irgendwie 750 nur, oder? Ach, ich habe keine Lust zu rechnen. Hier ist noch immer Feenstoff, das müsste doch heißen, dass hier noch irgendwas ist. Vielleicht habe ich wirklich was hier übersehen. Aber auch wenn ich was übersehen habe, die seht ihr, ich habe mehr als genug an, ich habe alles zu 100% hier. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich alle Truhen gefunden habe. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich, wenn im schlimmsten Fall nicht viele übersehen habe. So viele Speicherplätze, also na, dann nehme ich mal noch einen. Und wo ist er? Wo ist der Speicherplatz diesmal? Hier in der Ecke? Nein. Ist er hier irgendwo? Hier rechts? Es existiert kein... Ah, da ist er. Jetzt taucht er es auf. Vielleicht eine Ladezeit oder so. Ich weiß nicht, wieso das so ist, das Problem. So, gute 1,5 Stunden schon aufgenommen. Okay. Ach, wir sind wieder hier. Dann drehen wir das mal weiter. Und da hinten ist eine Truhe und da eine grüne und eine blaue.
Aber die brauche ich ja jetzt gar nicht. Moment mal, ich habe völlig vergessen, wieso hat Kratos das Ding nicht letztens zu Ende gedreht? Da war doch irgendwie Athena hier. Hat irgendwas uns geblubbert. Dann wusste ich wirklich nicht, so wie weggegangen sind. Da ist die Box, da ist die Box. Ja, es dauert ein bisschen. Ach, wir konnten das nicht hochziehen, weil diese Dinger noch nicht in Position waren. Okay, mein Fehler. Frag mich, wo Zeus die ganze Zeit ist, glotzt da nur zu, was Kratos die ganze Zeit macht. Mit dem Blick gerade seinen heiligsten Saal, glaube ich. Na, guck nur zu. Oder wer weiß, wo der Typ überhaupt ist. There it is. I can see it, Kratos. In the darkness, the fires of hope will set us free. Pandora, no! You know why I'm here. You brought me here to do this. I will find another way. No, Kratos. There is no other way. Let me go! No, child! I am not a child. You're hurting me! Wenn man vom Teufel spricht, da ist er. Nö, jetzt nicht mehr. Put her down, Zeus! Your obsession with this thing has become somewhat of a nuisance, my son. Release the girl, Zeus! Don't confuse this object, this construction of Hephaestus, with your own flesh and blood. But perhaps you already have, Spartan. Your quest for Pandora. Your pathetic attempt for atonement from the family you slaughtered has caused nothing but havoc on Olympus. Look around at what you have done. I see only what I have come to destroy. Gute Antwort. Taking pity on you has been my greatest mistake, Kratos.